Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Carinas Kochecke. Ich möchte mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung auf meinem Kanal bieten und deshalb habe ich gedacht, wir machen heute mal wieder ein leckeres Dessert. Und zwar wird das ein sehr kalorienarmes Dessert, denn wir verwenden Quark, Joghurt. Ich habe hier ein paar dunkle Trauben. Dann benutze ich Erythrit. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker oder anderen Zuckerersatzstoff verwenden. Ein bisschen Milch und ein paar Schokostreusel. Und daraus bauen wir uns jetzt ein leckeres Dessert. Auf geht's, würde ich sagen. Das geht wirklich super flott. Und wenn man möchte, kann man es dann sofort essen oder erstmal so, wie ich es jetzt dann machen werde, bis zum Abend kühl stellen. Für das Dessert benötigt ihr Magerquark. Also ich nehme Magerquark. Ihr könnt natürlich auch 20 oder 40-prozentigen verwenden, je nachdem, wie ihr das geschmacklich haben wollt. Magerquark ist ja sehr fettarm und säuerlich. So. Und dazu kommt jetzt Joghurt. Und da verwenden wir jetzt erstmal so die Hälfte in etwa. Den rühre ich immer so ein bisschen. Das ist jetzt hier so 1,5-prozentiger. Wir können natürlich auch griechischen Joghurt verwenden. Umso vollmundiger wird dann das Ganze. Das mache ich jetzt so Pi mal Daumen. Halben Becher erstmal. Dazu kommen dann ungefähr 3 Esslöffel Erythrit. Das mache ich jetzt auch so Pi mal Daumen. 1, 2, 3. Und dann wird das Ganze einmal vermischt und probiert, ob genug Süße vorhanden ist. Ansonsten noch ein bisschen mehr von dem Zucker oder Erythrit dann da dran. Bei Erythrit ist es so, dass man ein bisschen länger rühren muss, bis sich das Ganze aufgelöst hat. Also richtig kräftig rühren. Und da Quark ja sehr kompakt ist und das Ganze eine kompakte Masse wird, kann man es dann mit Milch wieder cremig rühren. Ich gebe jetzt nach und nach immer mal ein bisschen Milch dazu, bis ich selbst die gewünschte Cremigkeit erreicht habe. Und da ist es immer besser, nach und nach die Milch dazu zu geben, als wenn ihr jetzt auf einmal zugebt und hinterher ist es euch zu flüssig geworden. So. Ah, ein bisschen Milch gebe ich noch dazu. Ich mag es, wenn es richtig schön satt cremig ist. Das dürfte aber jetzt reichen. Deshalb immer schlückchenweise. Das schaut jetzt gut aus von der Cremigkeit. So mag ich das. Und ihr gebt einfach so viel Milch dazu, wie ihr hinterher den Joghurtquark haben möchtet. So, das Ganze probiere ich jetzt einmal. Da wir keinen Joghurt mehr dazu tun müssen, nehme ich jetzt den Löffel. Schon relativ gut. Allerdings fehlt mir noch ein bisschen Süße, gebe ich noch mal so einen Esslöffel dazu. Also so 3 bis 4 Esslöffel müsst ihr rechnen, wenn er mit Magerquark und fettarmem Joghurt arbeitet. So. Damit ist unsere Masse schon vorbereitet. Jetzt räume ich einmal kurz auf und dann können wir schon die Desserts fertig machen. So, und jetzt werden wir uns ein schönes Dessert herrichten. Dazu nehmen wir zuerst von der Creme, füllen sie unten ins Dessertglas, geben ein paar von den Trauben rein, bisschen schön bis zum Rand verteilen.
Darüber gebe ich jetzt einen Teelöffel von den Streuseln oder so einen halben. Fülle dann wieder von der leckeren Joghurtcreme da drauf. Gebe wieder eine Lage Trauben zu. Und das Ganze reicht dann ungefähr für zwei richtig schöne große Desserts. Dazu geben wir jetzt wieder Streusel, so dass die Creme oben halt bedeckt ist. Und dann füllen wir das noch einmal mit der Creme auf. Dekorieren es nochmal mit schönen leckeren Trauben. Es geht natürlich auch mit anderem Obst. Ich werde ab und zu hier mal so ein paar Sachen zeigen. Und dann bedecken wir das Ganze nochmal schön mit Schokostreuseln. Ja, ihr wisst ja, bei mir gehört das Kleckern irgendwie mit zum Programm, aber es macht ja nichts. Das räume ich nachher auf. Ja, und so schnell habt ihr ein super leckeres Dessert gezaubert. Das hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert. Und ist zudem noch gesund, eignet sich zum Frühstück oder auch zum Abend. Denn da ich morgens nichts frühstücke, esse ich sowas dann abends. Es ist gesund, kalorienarm. Was will man mehr? Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo von euch natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und nicht vergessen, kommt noch die Nahaufnahme für euch. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, die Masse hat genau für 2 Dessertgläser gereicht. Und wenn das nicht lecker ausschaut, das kann man sich doch echt mal gönnen. Einfach lecker. Und jetzt verabschiede ich mich nochmal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.